Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder mit einem neuen Tutorial von mir. Ihr Lieben, viele von euch haben mich gefragt, Dani, bitte, bitte mach ein Fast Aerial Tutorial. Ja, meine Lieben, und dann habe ich mir einfach jetzt gedacht, Dani, komm, reiß dich zusammen und mach endlich dieses Tutorial. Ja, Boys, heute lernt ihr, wie der Fast Aerial funktioniert. Ich habe euch da einen ein oder anderen Trainingspack vorbereitet. Bleibt im Video dran. Außerdem biete ich jetzt Coachings an. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung vorbei. Sehen wir uns im Video. Bis gleich. Bevor das Video aber losgeht, zeige ich euch noch kurz meinen Sponsor aoyah.com. Hier kriegt ihr nämlich Blueprints, Credits und alle möglichen Items auf allen Konsolen. Mit dem Code AGTV könnt ihr mich dabei unterstützen. Viel Spaß mit dem Video. So, ihr Lieben, als allererstes möchte ich euch zeigen, was die Fehler bei einem Fast Aerial sind. Und zwar gehen die meisten von euch so hoch und dann nach oben, ja. Das ist nämlich falsch. Ein Fast Aerial funktioniert so, indem ihr das Auto nach hinten zieht und dann nochmal einen Jump nach oben macht. Ja, ich zeige es euch mal schnell. Das ist ein Fast Aerial. Okay, wir ziehen das Auto hoch, boosten dabei und springen nochmal ab. Hier, zack, zack und schon sind wir oben. Okay, dazu ist es ganz wichtig, dass ihr hier die Directional Dead Zone eingestellt habt. Die Directional Dodge Zone ist die Todeszone eures Sticks. Und zwar, wie weit ihr nach hinten euren Stick ziehen dürft, bis er keinen Flip nach hinten macht. Ja, ich zeige es euch einfach mal hier so. Ich ziehe jetzt nach hinten und drücke dabei, während ich nach hinten drücke, X und er macht keinen Flip nach hinten. Ja, ziehe ich den Stick aber zu weit nach hinten, macht er einen Flip. Das bedeutet, spielt dort mit den Einstellungen. Ich habe sie jetzt hier zum Beispiel auf 0,78. So, ihr Lieben, ganz, ganz wichtig zum Einstieg. Und zwar ziehen wir einfach mal das Auto nach oben. Okay? Wir ziehen das Auto nach oben, während wir abspringen. Jetzt machen wir das so, dass wir das Auto nach oben ziehen und dabei X drücken. Auto nach oben ziehen, dabei X drücken. Ja? Ganz einfache Übung, macht das einfach mal. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Wir ziehen das Auto nach hinten, springen und boosten dabei, okay? Und das alles gleichzeitig. Zack, zack und schon sind wir oben. Ja? Es ist nichts Schweres, man muss sich auch dran gewöhnen. Es ist in den unteren Rängen normal, dass man so anfängt zu boosten bzw. nach oben zu fahren, aber das darf eigentlich oder sollte nicht sein, ja? Deswegen probieren wir einfach, zack, nach oben, Fast Aerial zu machen. Während wir nach hinten das Auto nach hinten ziehen, springen und dann dabei boosten. Zack, zack, nach oben. Ja. Macht das einfach einige Mal im Training und das wird euch definitiv weiterhelfen. So, Boys, ich habe euch hier ein Trainingspack vorbereitet. Gebt einfach diesen Code hier unter benutzerdefiniertes Training ein, dann hier mit Code suchen und gebt den Code ein und dann landet ihr auch bei diesem Training. Ja, Boys, wie ihr sehen könnt, ist der Ball ziemlich weit oben. Und hier ist es wichtig, dass ihr dann wirklich den Fast Aerial einsetzt. Und zwar dann nicht so, sondern tatsächlich Stick nach oben und auf zum Ball. Zack, auf zum Ball. Schön den Stick nach oben. So schnell wie möglich da hoch. Bam. Den Ball treffen, eigentlich relativ easy. Wie gesagt, achtet einfach darauf, dass wenn ihr das Auto nach hinten zieht, den Stick nicht zu weit nach hinten zieht, damit ihr keinen Backflip macht. Und dann, während ihr das zweite Mal X drückt, boostet. So sieht das dann aus. Zum Ball, boom. Kriegt ihr auf jeden Fall hin. So, ihr Lieben, das nächste Training ist, dass der Ball euch entgegenfliegt. Das heißt, ihr müsst relativ schnell hoch. Es geht nicht, indem ihr so boostet. Das ist fast unmöglich. Deswegen müsst ihr hier einmal zack, Doppeljump nach oben und den Ball dann relativ zügig berühren. Und das geht dann tatsächlich nur mit einem Fast Aerial. Macht das so oft, wie ihr könnt. Es ist am Anfang tatsächlich nur eine Gewöhnungssache. Aber ich denke, nach, ich würde jetzt einfach mal sagen, 3 bis 4 Stunden Übung, kriegt ihr das relativ easy hin. So, Boys, der letzte Shot hier ist ziemlich steil nach oben. Da müsst ihr ziemlich schnell sein nach oben und den Ball berühren, bevor die Zeit abläuft. Müsst ihr da auf jeden Fall ziemlich schnell sein. Zack, nach oben und Ball hitten. Ihr seht, hier war ich zu langsam. Und ich denke, das ist auch eine coole Übung, um einfach reinzukommen und den Fast Aerial auf jeden Fall sehr schnell hinzubekommen. So, Boys, das war's von meinem Fast Aerial Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr wollt, dass ich es euch persönlich zeige, schaut in die Beschreibung vorbei unter Coaching. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Euer AGTV.